Hallo meine Lieben, herzlich willkommen. Hallo. Ja, wir sind endlich mal wieder zurück mit einem Reading, heute mal am Mittag und nicht am Abend. Und zwar für die Partnerschaften. Wenn du dich in einer Beziehung befindest, aber auch wenn das eine Beziehung ist, die vielleicht nicht jetzt wirklich als gelebte Partnerschaft, als Ehe sich manifestiert, sondern so ein bisschen auch die On-Off-Geschichten, die Beziehungen, die vielleicht über große Distanzen geführt werden. Ja? Also wenn du im weitesten Sinne mit einem Partner oder einer Partnerin verbandelt bist, ja, dann wollen wir heute mal schauen, welche Energien denn im Moment hier herrschen. Unser kleiner Kimber wälzt sich hier in sein Körbchen. Also wir hoffen natürlich, dass er uns das Video in Ruhe machen lässt. Und wir wollen natürlich auch mal gucken, jetzt gerade mit dieser anstehenden und schon im Kollektiv vorhandenen Neumondenergie, welche Aufgaben jetzt auf dich und deinen Partner oder deine Partnerin zukommen könnten. Es wabert momentan im Kollektiv ein bisschen die Wut, ein bisschen Schmerz. Es kommen viele Kindheitsthemen hoch, die vor allem in Beziehungen gegenseitig angetriggert werden. Es geht sehr viel um bislang unterdrückten Schmerz, bislang unterdrückte Wut, die sich den Weg nach oben bahnt. Und wir wollen wieder so vorgehen, wie ihr das schon kennt. Und zwar, wir haben hier aus einem Lenormand-Deck von Angelina Schulze die weibliche und männliche Hauptperson herausgelegt. Das seid ihr beide in den gleichgeschlechtlichen Beziehungen. Betrachtet es einfach bitte als zwei Frauen oder zwei Männer. Und wir haben heute gerade überlegt, der Micha fängt heute wieder an, eine Karte aus dem Lenormand herauszumischen mit dem Hauptthema des heutigen Readings, und wir werden dann so pyramidenförmig hier immer wieder weitere Klärungskarten dazu mischen. Und jetzt kommt ein ganz besonderes Zuckerl, und zwar, ihr wisst ja, dass ich in den letzten Wochen wirklich zunehmend dazu übergegangen bin, immer mehr gechannelte Botschaften auch in meine Readings einzubauen. Und ich hatte seit längerem die Intuition, das Tarot-Deck zu mischen und um eine einzige Karte zu bitten und dann dazu eine gechannelte Botschaft durchzugeben. Ich werde das in der Zukunft auch öfter machen, und wir wollen das heute mal ausprobieren. Wir werden am Ende dieses Readings das mal machen. Also ich werde dann entweder eine oder zwei, das muss ich dann intuitiv sehen, wie ich das fühle, Karte aus dem Tarot heraus mischen. Und dann werde ich eine gechannelte Botschaft dazu empfangen und hier live im Video ins Kollektiv bringen. So, aber jetzt übergebe ich mal das Wort an dich, Schatzi. So. Also, ich mische jetzt eine raus. Das wird unsere Hauptenergie sein. Und dann gucken wir mal, was los ist. Genau. Also auch die letzten Tage bei uns. Glaubt nicht, dass das, auch wenn die Seelenpaare zusammenkommen, dass hier die Aufgaben erledigt sind. Nö, auch bei uns ist es immer ein Lernen voneinander, miteinander. Und wir haben genauso noch Aufgaben, die wir gemeinsam glücklicherweise gut lösen. Das Wichtige ist ja zu verstehen, in deiner Beziehung, ja, wie immer die sich jetzt für dich gestaltet, hast du einen Menschen an deiner Seite, der dir ja, und gemäß Robert Betz oftmals als Arschengel, ja, genau die Wunden immer wieder aufreißt, die schon in dir bestehen. Ja? Und in den Beziehungen gibt es Auseinandersetzungen, man hat andere Ansichten, man ist manchmal enttäuscht von Dingen, die der andere tut oder nicht tut. Und da lohnt es sich wirklich sehr, immer wieder in die Innenschau zu gehen und sich zu fragen, was eigentlich genau tut hier weh, ja? Und es ist dann eben ganz oft nicht das Verhalten des anderen, denn wir neigen ja dazu zu sagen, du hast mich verletzt. Nein, es ist im Prinzip nur ein Trigger, also eine Handlung, die das, was eigentlich in dir schon an Wunde vorhanden ist, in dem Moment aufkratzt, ja? Und das tut weh. Und mit diesen Videos möchten wir eben eigentlich auch sehr authentisch zeigen, dass es ja bei uns genau das Gleiche ist. Ja, viele denken vielleicht, ja, die beiden sind jetzt zusammen, leben ihre Seelenpartnerschaft wunderschön in dem tollen Mallorca. Der Prozess hört ja nicht auf. Ja, die Arbeit an sich, die Arbeit an einer Beziehung,
die, ja, wie soll ich sagen, auch seelische Reifung, die dadurch entstehen darf, um die Beziehung wieder auf die nächste Stufe zu heben, die hört nicht auf. Und wir danken euch auch dafür, dass wir dann so authentisch sein können und es einfach auch kommunizieren können, ja. Denn manchmal hatte ich so ein bisschen den Eindruck, es entsteht oder dieses Gefühl, ja, die beiden, das ist jetzt alles perfekt und da gibt es nichts mehr zu tun. So ist es ganz wahr nicht. Nee, und deshalb wollen wir das ja auch mit euch kommunizieren, dass ihr seht, dass es in jeglicher Beziehung, die jetzt geführt wird, ja, immer Aufgaben entstehen, Aufgaben sind, die man lösen muss. Und gerade jetzt, ja, in dieser herausfordernden Zeit, die Energien kochen hoch, ja, vielleicht merkst du das, also wir kriegen es extremst mit, ja, in der Familie, im Freundeskreis, wirklich. Es tun sich, das ist unglaublich, was momentan passiert. Es tun sich wirklich Feuerstellen auf, ja. Es ist wie ein Minenfeld, ja, der eine tritt drauf und schon fliegt alles in die Luft und explodiert. Aber das muss passieren, um Dinge neu zu sortieren, ja. Wo es nicht wehtut, da schauen wir nicht hin, sondern wir müssen dahin schauen, wo es wehtut. Und gerade in den Seelenpartnerschaften, ja, wenn du dich vielleicht in einem Seelenpartnerprozess befindest oder vielleicht sogar mit deinem Seelenpartner oder deiner Seelenpartnerin zusammen in einer Beziehung bist, es gibt keinen Menschen dort draußen, der deine Knöpfe so drücken kann wie dieser Mensch. Ja, und das ist bei uns nicht anders. Hm. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt, genau. Wir reden ja schon über Dinge, die noch gar nicht in den Karten sichtbar sind. Was ist im Moment wichtig? Eine Hauptenergie. Es sind gleich drei gefallen, ja. Müssen wir noch mal eine Karte. Bekommen wir ein Hauptthema. Die ist runtergefallen. Das sind schon wieder drei, das waren auch zwei. Also wenn jetzt wieder drei fallen, dann nehme ich die. Ja. Nein. Jetzt haben wir eine, die liegt unterm Stuhl, Donnerwetter. Das Haus kann natürlich auch das innere Zuhause sein. Der eigene Selbstwert, der eigene Selbstfrieden, ja, kann natürlich auch die häusliche Situation sein, in der ihr euch befindet. Was ich gerade spontan noch so reinbekomme, ist dieses Aufeinandersitzen aufgrund dieser Corona-Zeit. Ne? Mhm. Dieses auch, wir hatten es gestern, ja, wir haben dann uns mal drüber unterhalten, dass eigentlich die Themen, die bei uns in der Beziehung jetzt alle aufkommen, wahrscheinlich nicht aufgekommen wären, wenn wir immer noch in Deutschland wären, mit sehr viel Ablenkung, mit vielen Bekannten, einfach mit diesem Leben, das wir vorher geführt haben, in dieser altbekannten Art und Weise. So, und jetzt sitzen wir hier, natürlich 24/7, ja, da wir auch zusammenarbeiten, in der Finca. Und wir haben mehr oder weniger autark. Genau, mehr oder weniger in einer Enklave, in einer wunderschönen, aber sie ist Enklave. Wir haben hier von den Ausgangsbeschränkungen, Restaurants und so, natürlich auch nichts offen, ja, wir dürfen nicht raus groß. Und genau das braucht es aber, ja, weil nur so kommen wir an die Themen. Und das fiel mir hier gerade wirklich sehr, sehr, als Gedankensplitter in den Kopf, dass es sein könnte, dass ich momentan gerade durch dieses ein bisschen aufeinandersitzen, hier Themen ergeben, die aber an die Oberfläche drängen wollen. Ich frage jetzt mal aus meinem Deck bitte um zwei Klärungskarten zum Haus. Warum ist das Haus gefallen? Natürlich kann es fürs innere Zuhause stehen, noch mehr in sich selbst ankommen. Da fällt der Hund. Oh, das waren vielleicht drei. Heute fallen immer drei. Was ist da los? Eine Karte noch. Der Hund steht für Treue, für Loyalität, für Freundschaft. Jetzt fällt hier auch das Haus und der Weg. Okay, jetzt lasse ich das mal. Was ich hier fühle ist, der Hund steht auch für Selbstvertrauen, für Ehrlichkeit zu sich selbst. Es könnte sein, dass es bei einigen von euch um das Thema geht, wie weit darf ich für mich einstehen, um trotzdem noch einen gemeinsamen Weg zu finden? In vielen Beziehungen, das ist jetzt aber rein intuitiv, ja, das ist eine intuitive Deutung zu den drei Karten, die jetzt hier liegen. In vielen Beziehungen herrscht oftmals die Angst, Dinge wirklich beim Namen zu nennen und auszusprechen, weil man den Frieden aufrechterhalten will,
weil man die häusliche Situation ruhig halten will. Und dann ist man mal so wie so ein treuer kleiner Hundewelpe. Ne? Man sagt mal lieber nichts, man hofft darauf, dass die Wogen glatt bleiben, dass hier kein Zündstoff entsteht, weil man nicht weiß, ob man dann vielleicht noch einen gemeinsamen Weg findet. Aber genau das ist momentan die Aufgabe. Wenn du mein Neumond-Reading gehört hast, hier auf YouTube, habe ich ja schon gemacht, da geht es ja darum, wirklich auch den Mut zu haben, Dinge beim Namen zu nennen und bewusst Grenzen zu setzen. Auch in dem Bewusstsein, okay, das kann jetzt mal ruckelig werden, ne? Das kann auch mal zu einem Streit werden. Ja, was ja auch wichtig ist. Es ist ja auch wichtig, dem anderen mitzuteilen, wie man sich fühlt. Es ist ja auch wichtig, dem anderen mitzuteilen, was ist momentan, was nicht gerade läuft, was nicht richtig läuft, um vielleicht auch vom anderen zu erfahren, geh du auch mal in die Innenschau, schau auch mal auf dich selbst. Weil oftmals, und Uli hat es ja gesagt, ist es ja so, dass wir immer die Probleme dann beim anderen suchen. Aber oftmals sind es ja auch wir selbst, die aus früheren Zeiten, Kindheiten, Probleme mit uns ja, tragen, die auch jetzt wirklich ans Licht kommen, die wir dann auch mit einem Partner zusammen bearbeiten oder aufarbeiten dürfen. Wir können ja mal weiterfragen. Ja. Was du noch zu bieten hast zu dem Thema. Oh, der Klee. Der Klee ist ja auch das Glück, auch eine Zeitangabe für Sommer. Die Blumen ist das Geschenk oder die Familie. Huch, jetzt sind schon wieder drei runtergefahren. Drei sind immer eine zu viel. Allerdings. Drei sind eine zu viel oder einer zu viel. Da hast du vollkommen recht. Oh, der Stern. Mhm. Stern ist auch die spirituelle Aufgabe. Haben wir noch eine? Schon wieder drei. Das kann nicht wahr sein. Also heute ist irgendwas mit der Zahl 3. Ja, Zahl 3. Oh, und das Herz. Und das Herz. Mhm. Ja, aber es ist ja wunderschön. Also, ich nehme das eigentlich fürs Geschenk wahr. Das Glück. Das Glück ist es auch natürlich, dich, euch selbst als Geschenk zu sehen, ja. Was ganz wichtig ist. Immer wieder, ne? Immer wieder, genau. Auch sich selbst. Auch sich selbst als Geschenk zu sehen. Denn egal, wie wir uns fühlen, wie wir uns geben, was momentan um uns herum passiert, ist es wichtig, sich als Geschenk zu sehen. Denn wir sind das Geschenk und wir sind auch und auch den anderen als Geschenk zu sehen, den Partner. Und unsere Aufgabe ist es auch, hier mal auf unser Herz zu hören, weil oftmals und sehr oft leben wir ja nur im Verstand. Ja, aber unser Herz sagt uns viel, viele Dinge an, oder anders und möchte uns auch vom Gefühl her, von den Gefühlen her darauf hinweisen, dass wir, ja, dass wir oder dass unsere Aufgabe ist, aufs Herz zu hören. Was ich hier auch noch wahrnehme, ist, diese untere Reihe, das sind ja sehr, sehr, sehr positive Karten, nehmen eigentlich Bezug auf das, was wir hier gesagt haben, ja. Wenn du so viel Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl hast, Micha bezeichnet es, dich als Geschenk zu betrachten, dann traust du dich auch, ja, Dinge beim Namen zu nennen und auszusprechen, die letztlich diesen Selbstwert auch bestätigen. Ganz oft, ja, und das ist immer hier, wenn ich den Hund anschaue, ist es so, dass wir versuchen, einfach nur hauptsächlich die Harmonie aufrechtzuerhalten. Selbst wenn uns etwas ärgert, was der andere sagt, ja, wir sehen drüber weg oder wir versuchen einzulenken, einfach aus der Angst heraus, du liebes Bisschen, was ist denn, wenn der andere mich dann nicht mehr liebt? Und das liegt hier mit dem Stern und dem Herz.
Du brauchst keine Angst zu haben, dich zu zeigen mit all den Facetten deiner selbst, ja? Denn diese innere Kindheitswunde, die gerade bei so vielen Menschen an die Oberfläche kommt, lautet ja, ich muss so sein und das tun, dass andere mich lieben. Und das ist ein Beziehungsthema, das in vielen Beziehungen momentan hochkocht, ja, dass sich die Menschen aufgrund dieser Energien, die im Moment herrschen, aufgrund der Authentizität, die ins Kollektiv geschwemmt wird, auch als seelische Aufgabe, dann in diesem Moment dabei ertappen und sich sagen, wieso muss eigentlich immer ich was tun, damit ich geliebt werde? Wisst ihr, was ich meine? Versteht ihr das? Diese Kartenreihe sagt, du darfst für dein eigenes Glück einstehen. Du darfst kommunizieren, was dich glücklich macht, aber auch, was dich nicht glücklich macht. Und dann solltest du aber nicht deinen Partner angreifen und sagen, du hast schon wieder das gemacht oder du machst immer das, sondern du kannst zum Beispiel sagen, wenn das geschieht zwischen uns, fühle ich mich so oder so. Ja, das ist eine ganz andere Ausgangsbasis für ein Gespräch, ja, wenn du nicht dem anderen als Projektionsfläche die Schuld gibst, du machst ja das und jetzt geht's mir schlecht, sondern sag, wenn das geschieht zwischen uns, dann, ja, fühle ich mich aus irgendeinem Grund, und das ist dann deine Aufgabe, nach dem Grund zu schauen, fühle ich mich so. Und wenn du das tust, und deswegen finde ich das so wunderschön, dass diese Karten unter den Weg gefallen sind. Ich hatte ja vorhin gesagt, manchmal verhalten wir uns so aus der Angst heraus, die Wege könnten sich vielleicht trennen. Aber schau mal, unter dem Weg liegt der Stern und das Herz. Damit sagt uns die geistige Welt ganz, ganz deutlich, nee, ihr werdet euch nicht trennen, im Gegenteil. Ihr bekommt einen Schub auf die nächste Stufe eurer Verbindung. Weil es zeigt, dass ihr lernt, nicht dem anderen die Schuld zu geben dafür, wenn etwas nicht passt, sondern dass ihr einfach kommunikationsbereit seid und sagt, okay, ich fühle mich, wenn du das und das tust, so, mir geht's dabei so, aber ich weiß auch, dass es in meiner Verantwortung liegt, dahin zu schauen, woher kommt das denn? Ja, woher kommt das denn? Ja, aufs Innere auch zu hören. Auf sein Herz, nicht nur den Verstand, das ist wichtig. Das ist eigentlich schon ganz schön rund. Ich möchte jetzt vielleicht nochmal aus dem Lenormand eine Karte für dich, es schauen ja doch immer noch mehr Frauen, deswegen nur, das hat überhaupt nichts mit Bewertung Mann oder Frau zu tun, das bist jetzt mal du, wenn du schaust, wenn du jetzt als Mann schaust, ja, ist es bitte auch diese Seite, also diese Karte richtet sich jetzt an denjenigen, der hier zuguckt, ja? Und möchte nochmal eine einzige Karte. Welches Thema darfst du dir gerade anschauen? Und dann frage ich, welches Thema darf sich dein Partner, deine Partnerin anschauen? Welches Thema? Ja, genau das, ja? Also Wahnsinn. Seht ihr... wir haben jetzt zwei verschiedene Decks, ja, der Stern fällt schon wieder. Du darfst dir anschauen, dass es Teil deines Entwicklungsprozesses ist. Und wir haben über nichts gestern selbst gesprochen, ja, Micha und ich, dass es Teil des Entwicklungsprozesses von dir ist, das auszusprechen, was in dir ist, aber eben nicht anklagend und schuldgebend den anderen gegenüber, sondern zum Ausdruck bringen, wie du dich fühlst, dass du vielleicht auch gewisse Grenzen überschritten siehst, dass du vielleicht spürst, dass das Verhalten mit deinem Selbstwertgefühl etwas macht, ja, oder mit deiner Lebensfreude. Und da sagt die geistige Welt ganz klar, verinnerliche, wenn du das tust, angstfrei, nicht in der Energie des Hundes, der wieder klein beigibt, der nur will, dass alles wieder gut ist, weil wir das als Kind leider so gelernt haben, ja.
Wenn du als kleines Mädchen oder als kleiner Junge immer wieder brav warst, war wieder alles gut. Das ist dieser Welpe hier, ja? Aber es geht in der jetzigen Zeit nicht mehr darum, brav alles zu schlucken, was dir hier serviert wird in der Beziehung. Sondern es geht um die Weiterentwicklung, ja? Und die kannst du nur bewerkstelligen, wenn du aus diesem kleinen Kindmodus, ich will doch nur, dass du mich liebst, herausgehst und sagst, nein, ich bin nicht das kleine Kind, das da sitzt und sagt, ich will doch nur, dass du mich liebst, sondern ich bin die erwachsene Frau, der erwachsene Mann, der ganz klar reflektierte Selbstverantwortung übernimmt für seine eigenen Wunden. Ja, und vor allen Dingen, es hilft ja auch dem Partner. Das ist ja das Nächste. Denn auch da wird dann hingeschaut und nicht hingenommen. So, und wir schauen mal, dein Partner, deine Partnerin, was darf er, sie sich im Moment anschauen? Eine Karte bitte. Eine Karte bitte. Ja, da fällt wieder der Klee. Also wir hätten eigentlich nur ein paar Karten gebraucht, ja, so viel wie hier gleichzeitig fallen. Bei deinem Partner, deiner Partnerin geht es um Lebensfreude und Leichtigkeit. Ja? Es ist momentan im Kollektiv eine gewisse Schwere zu den Menschen gekommen, die sich immer wieder abwenden vom Schmerz. Was ich hier fühle, ist rein intuitiv jetzt. Ja? Es könnte sein, dass dein Partner oder deine Partnerin bislang es vermieden hat, die Wunden in sich anzuschauen, die du vielleicht unbewusst, ja, durch dein Verhalten triggerst. Und statt sich diese Themen anzuschauen, begibt er oder sie sich dann in eine Abwehrhaltung. Es entsteht eine Mauer um diese Person. Und du tust dir ganz schwer, da durchzukommen. Du weißt auch dann nicht ganz genau, was in ihm oder ihr vorgeht, was dann natürlich oftmals auf deiner Seite wieder das Verhalten des Hundes auf den Tag ruft, der wieder da sitzt und sagt, okay, ich bin wieder lieb, Hauptsache es ist wieder alles gut. Das heißt, er oder sie könnte dann hinter der Mauer sitzen, ja, weil bei dieser Person die Bereitschaft fehlt, nach innen zu schauen, genau dahin, wo der Schmerz sitzt. Dir wiederum tut es aber weh, dass dieser Mensch sich in die Mauer eingehüllt hat. Du kommst nicht an ihn oder sie ran. Was aber dann oftmals dazu führt, dass du wieder versuchst, durch dieses alte Muster, ich muss nur lieb und brav sein, dann kommt er schon wieder aus seinem Turm raus. Deine Aufgabe nicht annimmst, in dem Moment stehen zu bleiben bei dir und ihn oder sie im Turm zu lassen. Denn, meine Lieben, und jetzt kommt der Knackpunkt von der ganzen Legung und ich bin so glücklich, dass es noch aufgekommen ist jetzt hier. Denn nur wenn du ihn oder sie im Turm lässt, gibst du deinem Partner die Chance, hinzuschauen, wo es weh tut. Denn in dem Turm, wenn er oder sie dann nicht von deiner Liebe umhüllt wird und wieder rausgezogen wird, Kraft deiner Energie im Sinne des Hundes, wird es in dem Turm ganz schön einsam. Und da muss er oder sie hin, damit der Mut entsteht. Boah, schaut mal, voll die Gänsehaut. Damit der Mut entsteht, hinzuschauen. So. Und jetzt, meine Lieben, bitte ich das Tarot, oder möchtest du noch was dazu sagen? Nö, ist okay. Okay. Bitte ich das Tarot, ich werde mir jetzt kurz beeinstimmen. Ich mische jetzt das Tarot mit der Frage. Welche Botschaft darf jetzt, hier und heute, für die Beziehungen im Kollektiv auf den Tisch kommen, die für uns und speziell für die Menschen, die jetzt hier zuschauen, wichtig sind? Bitte ich um eine Karte. Um eine Karte, bitte. Eine Karte einer Botschaft fürs Kollektiv der Partnerschaften in dieser Zeit. Eine Karte, bitte.
Da möchte was aufbrechen, spüre ich. Aufbrechen, Aufbruch. Da ist etwas verstopft, etwas eng. Ich gebe jetzt einfach nur intuitiv so gechannelte Messages für euch durch. Es ist wie ein Krampf, wie ein Druck. Ihr merkt auch, wie lange ich mische, ja? Mag nichts fallen. Da wird nicht kommuniziert, da sitzt jemand hinter der Mauer. Okay, ihr seht den Ritter der Münzen. Wir rutschen das jetzt mal ein bisschen hoch. So, ich lege die Karte jetzt hier hin, vertiefe mich jetzt kurz in die Energie. Ihr könnt mitmachen, wenn ihr wollt, macht mal die Augen zu, atmet tief durch und dann gebe ich einfach nur weiter, was ich zu dieser Karte empfange für die Partnerschaften im Kollektiv. Was ist gerade wichtig? Wertschätze dein Gegenüber in jeder Situation, auch wenn es schwierig ist, wenn er oder sie dir ein Gesicht zeigt, das du nicht sehen möchtest. Bleibe bei allem, was du tust, in Verbundenheit und Liebe. Erkenne, dass es kein Akt der Liebe ist, deinem Gegenüber das zu geben, was er oder sie möchte, sondern dass es ein Akt der Liebe ist, ihn oder sie sanft darauf hinzuweisen, wenn deine Grenzen überschritten werden. Ruhe in dir, erde dich immer wieder und wisse, du bist ein kostbares Geschenk für jeden Menschen, der mit dir zusammenkommt. Vergiss nie, dass in der Auseinandersetzung mit deinem Gefährten Respekt und Würde gewahrt bleiben darf. Erkenne, dass diese geerdete, ruhige Haltung Voraussetzung ist für jede Kommunikation, die in Frieden stattfinden soll. Lasse dich nicht hinreißen, Emotionen zu heftig zu äußern. Unterscheide zwischen Emotion und zwischen Gefühl. Wenn ihr sprecht, sprecht aus dem Herzen, nicht aus dem Verstand. Wenn ihr sprecht, sprecht immer in dem Wissen, dass dieser Mensch an eurer Seite ist, um euch wichtige Dinge zu lehren. Und zwar über euch selbst. Das Herz ist der Schlüssel, nicht der Verstand. Ja, meine Lieben, also so ähnlich habe ich mir das vorgestellt. Ich werde das jetzt öfter machen. Ich werde öfter solche One-Card-Channelings machen. Den Auftrag habe ich von meiner Mannschaft sozusagen erhalten. Ihr könnt gerne mal schreiben, wie ihr das findet. Das ist dann natürlich ausführlicher. Das war jetzt nur ein kleiner Versuch mal. Aber ich werde immer wieder gedrängt, mehr gechannelte Botschaften ins Kollektiv zu bringen, die hilfreich sind. Und ich hoffe natürlich sehr, dass es für den einen oder anderen von euch einen wertvollen Impuls erhielt. Wie fandst du es eigentlich, Schatz? Sehr schön. Sehr gut. Es bringt so eine schöne, ruhige Energie auch nochmal rein. Genau, zum Schluss. Sogar die Hunde sind wieder eingeschlafen. Also meine Lieben, wir danken euch sehr fürs Zusehen. Ich fand, es war ein sehr intensives Reading. Donnerwetter passend zu der aufkommenden Neumondspannung. Schöne Karten gefallen. Ja, aber es geht um die Arbeit, tief zu schauen. Ne? Schöne Karten sollen nicht davon ablenken, dass es manchmal nicht schön ist, hinzuschauen. Ne? Ja. Herz. Lasst das Herz sprechen. Genau. Erdet euch immer wieder. Ja, meine Lieben, dann wünschen wir euch jetzt noch einen schönen Tag. Morgen ist ja schon wieder Sonntag. Ja, morgen kommt mein Wunschpartner-Orakel. Oh, da hast du ja schon gesagt, du möchtest ein Neumond-Orakel draus machen, ja. Wo es auch um die Wut des Partners geht, ne? Genau. Des Wunschpartners. Was der vielleicht für eine Botschaft für dich hat bezüglich seiner Wut. Das wird ein interessantes, seiner inneren Wut. Das wird ein interessantes Thema. Ja, dann
Ja. Schauen wir mal, bis morgen. Bis morgen, alles Liebe, macht's gut und ich freue mich. Einen schönen Tag, bis bald, tschüss. Tschüss.